Here we go then, for the final time down the dirt and go. Does Latovsky have the legs to get himself towards the end of this race? You can see the weaving already from Martino Dini. He's trying to break the slipstream. Now side by side for the championship win. Dina has held on to it. Dina has held on. Can he hold on for the final corner as well? Just one more corner to go. Latovsky looks for it. The inside walk open and a mega defense from Attila Dinya. Dinya takes the race win. He is the NGK Sparkplugs Esports Cup champion. Ja, wir sind jetzt hier in der SX Lounge am Nürburgring und begrüßen hier Attila Dina, unseren E-Sports Cup Gewinner von NGK Sparkplug. Und stell dich mal kurz vor, Attila. Ja, genau, ich bin Attila Dina, bin 18 Jahre alt mittlerweile und fahre hobbymäßig Simracing. Meistens Race Room, zwischendurch auch nochmal was anderes. Und das sehr erfolgreich, muss ich sagen, weil du hast ja unseren Cup gewonnen. Erzähl mal so ein bisschen den Weg dahin, wie es so für dich war, wie so deine Strategie war. Die Strategie war eigentlich relativ simpel, mich im ersten Rennen zu qualifizieren fürs Finale. Es hat auch zum Glück funktioniert. Und im Finale war dann halt die Strategie, guck, dass du hinter dem ersten Platz bleibst. Ich habe mein Setup so gebaut, dass ich halt schön viel Topspeed auf der Döttinger Höhe habe. Und es hat im Prinzip so funktioniert, im Prinzip wie es geplant war. Ja. Und ich habe um Haaresbreite noch den Sieg behalten. Ja, ich muss auch sagen, das war super, super spannend, das auch mitzuverfolgen. Ich war ja live im Studio in München und euch beide da zu sehen im Kampf um den ersten Platz, das war echt ein Highlight. Erzähl mal so ein bisschen, wie du überhaupt zum Simracing gekommen bist. Ja, es hat eigentlich schon im Kindesalter angefangen mit einer großen Interesse für Autos. Mhm. Und ist dann irgendwann, habe ich vom Simracing erfahren und dachte mir, hey, das probierst du auch mal aus. Das war Anfang 2017. Ja. Und bin dann die erste Zeit eigentlich nur zum Spaß gefahren, halt einfach ein bisschen Spaß haben mit Autos. Mhm. Und bin dann Anfang 2019 in den kompetitiven Bereich eingestiegen und bin da bisher auch geblieben. Und ich sehe auch schon hier an deinem Pullover, wir haben dir die beste Finalstrecke gewählt für dich auch, weil du auch ein großer Fan bist vom Nürburgring, nehme ich an. Ja, definitiv. Definitiv meine Lieblingsstrecke, vor allem die Nordschleife. Die Grand Prix-Strecke bin ich jetzt nicht so ein großer Fan von, aber die Nordschleife macht es einfach wieder wett. Jetzt so dein Resümee vom Tag. Hat es dir gefallen? Hat es dir Spaß gemacht? Ja, definitiv. Immer wieder schön hier zu sein. Danke für die Competition, danke für die Tickets. Ja, hat riesig Spaß gemacht. Ja, da bleibt es mir noch übrig, dir viel Spaß zu wünschen am Nürburgring, beim 24-Stunden-Rennen. Ich hoffe, du hast hier eine richtig coole Zeit und kannst es genießen und würde mich freuen, wenn du im nächsten eSports Cup auch wieder dabei bist. Ja, vielen Dank. Würde mich freuen auf den nächsten Cup.